Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal, heute mit was ganz was anderem. Ich werde nämlich wahrscheinlich jetzt auch anfangen, so angespielt Videos zu machen von Spielen, die ich jetzt nicht unbedingt ewig lang spielen werde, sondern einfach nur ausprobieren. Und heute geht es um Mud Runner. Ein Simulationsspiel, wo man sich einfach nur durch den Dreck ziehen muss. Und das natürlich gleich im Multiplayer mit dem lieben Chris666 und Mani the Demon. Ich hoffe, das Ganze wird ein bisschen Spaß machen und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, gehen wir's an. So. Ich muss da jetzt abstimmen zum Starten, oder? Ja. Jawohl, Gentlemen, start your engine. Mr. Lobbyleiter. So, der Mann ist Bier saufen. Na, Kaffee trinken oder was? Irgendwas saufen. Ist das jetzt der Simulationsmodus, den wir da machen, was du vorher gesagt hast, oder ist das das einfachere? Nein, das ist jetzt normaler Modus. Normal. Okay, ich fahre mal ein bisschen geradeaus. Will da nicht in irgendeinem Schatten drin stehen. Ja, das. Wer ist da hinter mir? Der Mani. Okay, der spielt ja gerade nicht mit. Was muss ich machen? Wie komme ich auf die Karte überhaupt? Select? Also Back? Select. Ja. Back. Sehr ja. Cool. Gut, ganz. Wie kann ich raussummen? Auf Back ist eben die Karten. Mit den Knotenpunkten da, dann tust du auf LB, RB dazugeben. Das interessiert mich gerade gar nicht. Dann einen eigenen Weg. Ja. Ich fahr die einfach nach. Dann hast du. So, unsere Hauptaufgabe ist im Prinzip die Beobachtungspunkte, was du siehst auf der Karte, zu finden, dass die schwarzen Bereiche aufdeckt werden. Dann finden wir mal möglicherweise einen leichteren Weg, als wie über den Berg drüber, durch den Wald durch oder quer durch den Gatsch entlang. Okay. Genau, quer durch den Gatsch auf Kurtesch. Vor uns siehst du ein Sägewerk. Jawohl. Da steht 0 von 8. Da müssen wir 8 Holz hinbringen. Wir müssen zu einer Stammausgabe, Holzstation, sowas. Ja. Und die dann dort hinbringen. Okay, ich sehe rechts. Kleines Holz bringt 2 Punkte. Okay. Mittleres Holz 4. Großes. Langes Holz 6 Punkte. 6 Punkte. Das heißt, wir brauchen einmal natürlich groß, einmal klein, dann hätten wir die 8 Punkte. Ja, oder 2 mittlere, geht okay, auch. Okay, okay. Also in dem Fall, ne? 4 Aussichtspunkte gibt es. Je länger, umso schwerer ist auch das Holz dann. Wie war. Da ist auch ein Sägewerk. Okay. Diese Tankstelle. Ja. Ja, zu einem Sägewerk, da müssen die Hölzer auch hin. Okay. Immer von der Holzstation zum Sägewerk. Na, links ist eine Holzstation, Werkstatt. Stammausgabe und so. Ja, Werkstatt, da sind wir ja gerade. Ja genau, wir haben oben eine bei uns. Und rechts unten ist noch eine Werkstatt. Da müssen wir so 4. Reparaturteile hinbringen, ja ich weiß schon. So wie es in Tutorial war. Okay, genau. Da musst du dann den Container hinführen. Und mal Tankstelle dann auch in der Nähe. Warte, dann drehe ich mal die Karte so, dass Norden oben ist. Passt. Und dann sind wir oben links quasi. Ohne Holz. Dann fahren wir gleich nach rechts, da ist nämlich eine Holzausgabe und eine Stammausgabe. Ja, schauen wir mal, was ich alles mitnehme. Mitnehmen. Was soll ich mitnehmen? Soll ich irgendwas mitnehmen? Soll ich mir gleich so einen Anhänger mitnehmen für Holz? Ich nehme mal einen Ersatzrahmen mit. Damit hat man Reparaturpunkte, falls das Auto kaputt wird. Mali weg. Das kann ich dann immer eine. Sapperlot. Unterrumpfen. Nein, das will ich jetzt nicht. Den Stress will man nicht an. Ich könnte theoretisch auch Auto wechseln. Ja, kannst da Truck wechseln. Dann suchst ja du einen von den Trucks aus, ne? Und dann holst du auch. Und jetzt zeigt man den nicht an. Der C300 und der C200, das sind die großen LKWs. Der A900, das ist der kleine. Oder ein Kunde mehr oder weniger. Und der K700 habe ich schon gesehen, der steht da vor uns, den können wir sich auch ganz leicht freischalten. Na, ich habe da einen B131. Aktuell verwende ich einen C266. Du hast bei dir ist das. Ah, okay. Und ich habe einen A469.
Ja, nein, du hast. Ich tue mal wechseln, ich schau mal an, was das. Ah, okay, das ist ein. Das ist der mit dem Der Anhänger, den Dart-Schieß ist das. Handbremse lösen. Okay. Werkstatt mit Kran. Werkstattteile mit 2 Punkte. Da wird es ein Werkstattpunkt aufgekauft auf den. Den kann man zur Werkstatt runterfahren, rechts. Werde mal so zusammenbauen. Werkstatt mit 4 Punkten, Mach die das da ist aber ein unten auch fetter noch. Anhänger, den ich da hätte. Aber es ist ja auch ein kleinerer Truck, als du den du verwendest. Ja, ich hätte einen Werkstatt mit 2 Punkten, ist auch ein Anhänger, aber mit den 4 Punkten, den kann ich auf das Auto nicht dafür, weil der braucht eine Anhängerkupplung. Das hat deiner, muss ich dir vom anderen wechseln. Wie gesagt, wir fahren mit den 2 kleinen. Ja, ich sitze, glaube ich, gerade im Und kleineren. ich bin im C255 drinnen. Ja, falsch. So. C255, okay, da wechsle ich jetzt auch ein. Soll ich auch eine Da Werkstatt habe ich mitnehmen oder? genau mit den 2 Punkten. Das Ja, genügt uns. Wir brauchen nur 4 Punkte für die Werkstatt. okay, Oder du warte. willst allein fahren, in dem Nein, nein, Fall nein, zur nein, 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 ich Werkstatt fahre mit dir mit. Ich fahren. muss da nur aus der reinschieben, dass ich das Werkstättenzeug mitnehmen kann. Ja. So. Da geht jetzt dann ein Menü auf. Da kannst du das Rad mitnehmen. Montieren. Bleib stehen, dann Ah, scheint okay. das vor dir so. Da, Imaginär. Ersatzrad, das soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, für Reparaturen kannst du es mitnehmen, Und super. zusätzlich die Werkstätten. Ein Werkstättenpunkt ist es aber nur. Na, da gibt es mehrere. Muss weiter oben scrollen wahrscheinlich. Okay. Ja, Kraftstoff. sonst muss ich. Krangreifer, da ist eh sowas fürs Holz zum Greifen mit Kran. So, da habe ich am Werkstättenanhänger mit 4. Das ist aber ein richtiger Anhänger. Aber ich habe Anhängerkupplung drauf. Da habe ich noch am Werkstättenanhänger mit 2 Punkten. Den soll ich mitnehmen, oder? Ja, Okay. genügt uns. So, wie komme ich in die Innenperspektive mit dem linken Stick? Ja, sehr gut. Da hätte jetzt die 4er Werkstatt aufgekommen. Genau. Da muss die Kupplung als erster aufgeben, dann kannst du. Passt. Wir Warte, ich bin müssen. da gerade in der Automatik drin, also Rückwärtsgang, jawohl. Was ist Hupen? Lass mich auch Hupen, ich will Hupen. RB. LB Licht. Okay, sehr gut. Fahren wir los. A, Allrad. Ja, Schatz, ich bin schon. Kunkel. Mit Allrad schiebt er ordentlich an. So, dann schaue ich mal, wo wir da hin müssen. Wir haben gesagt, wir fahren zur Werkstätte. Sägewerk. Warum haben wir jetzt eigentlich Werkstattpunkte mitgenommen, wenn die Werkstätte so weit weg ist? Was ist denn das hier? Eine Tankstelle und da ist dann die Werkstatt 600 Meter entfernt. Da bin ich gespannt, was wir für 600 Meter fahren müssen. Also werden wir jetzt da irgendwie hinkriegen. Ich kämpfe mich da durch. Gatsch und Wasser. Und steck schon fest. Fahren wir jetzt zur Werkstätte, weil du gesagt hast, Genau, Werkstätten. Okay, das kommen wir zur ist. Werkstatt. Ich steck schon fest. Na, ich. Moment, ich winde mich da mal. Y Ja, ich tue mich eh schon oder Winde anbringen und gebe an Wasser da aus dem Gatsch. Ist natürlich super, wenn man da gleich vor der
Hütte. So ein mega Gatschpatzen, Lacken Ding haben. So. Ich glaube, wenn wir da entlang fahren, kommen wir nachher irgendwie auf einen besseren Weg. Einen gefestigten Weg. Nee, ich bin jetzt halt. Ich bin jetzt gar nicht mehr. Gut. Ja. Ja, Asphalt. Ich pfeif mich an, da ist Asphalt. Hey. Boah, die Lenkung ist aber auch ein bisschen eigenwillig. Ist das, was der Mani schon gesagt hat? Hups, hups. So, wir können da links. Okay. Na super, quer durch den Gatsch. Was sonst? Ja, das ist ganz cool. Geht's nur ums Gatschfahren? Ja. Ja, genial. Und kippen möchte ich mit dem Ding nicht unbedingt, weil, ja, ich habe ja vorhin schon gesehen bei dir und bei Mane, wie das dann ausgeht. Jawohl, mit Schwung durch die Lacke. So, wo sind wir denn da? Bin ich da jetzt halbwegs richtig? Schaut ganz gut aus, ja. Boah, das ist ein Kampf. Was da unten? Ist das der Werkstatt so? Ja, ja. Ich bin schon da. Ich kann jetzt nichts machen. Doch, entladen. Ja, entladen. Yay. So. Dass ich die Handbremse da immer automatisch einschalte, ist wirklich ein bisschen eine ärgerliche Geschichte, aber egal. Ich kann mal probieren, weiterkommen zum Aussichtspunkt, dass ich uns das Areal da aufdecke. Mhm. Und für das haben wir ja die kleinen Autos auch machen müssen. Ich mach das mit dem dicken. Benzin muss da schon. Das geht schon. Ich hab irgendwas ruiniert am Ding. Aber ich sehe einen Aussichtspunkt. Ah, oh, Motor. Das ist der Reparaturpunkt da. Jawohl, ich habe einen Aussichtspunkt geschnappt. Yay. Wie kriege ich denn diese roten Markierungspunkte weg? Ich habe da jetzt so ein richtiges Dreieck schon irgendwie. Ah, halten, okay. Ja, das ist das, wo ich mich ärgere die ganze Zeit, ich weiß nicht genau. Ich habe lauter unnötige Markierungen, die ich nicht will. Ha, mit Steuerkreuz links, rechts kannst du die Knotenpunkte auswählen. Und dann kannst du das löschen quasi. Gestrandet.
Ich habe einen Erfolg freigeschalten. 15 ja. Gamerscore, gestrandet. Mann, jetzt sicher zuerst Stadia voll gekriegt. Ja, sieht sie wieder nice. So, jetzt müssen wir irgendwie zurück. Zurückkämpfen. Oh. Schaden kassiert. Aber natürlich nur durch von der Straße. Grüß dich. Wie kann ich mich jetzt eigentlich reparieren? Ersatzteilrad. Da. Genau. Auf mich selber und reparieren. Super. Von 100 habe ich jetzt nur mehr 7 Punkte. Naja, 163 von 330 Liter habe ich noch. Das heißt, ich sollte irgendwann zu einer Tankstelle fahren. Wo haben wir denn da eine? Eh gleich nebenan. So, drehen wir es wieder so, dass Norden oben ist. Ah, du bist da mit einem Anhänger, das ist super. Kann ich mich da irgendwie bedanken bei dir? Ich kann am aufladen und dann kann ich bedanken. Ja, aber dann fahre ich mit dir mit, weil dann kann ich mich auch gleich tanken. Also auftanken und muss nicht extra von deinem Anhänger nehmen. Außerdem möchte ich mal was antun oder mich durchkämpfen. Ja, den machen wir bumm voll, 1600, oder? Toll. Aufgetankt, sehr schön. Weiter geht's. Wo fahren wir hin? Am besten. Du fährst zur Werkstatt jetzt nochmal zurück, oder? Ja. Nimmst du was zum Reparieren? Okay. Und wir fahren zum K700 auf, weil der hat bei mir einen Schaden von 260 Punkte von 600. Also die Hälfte ist schon fast das halb hin, ich das Ding. Ja, diesen K700 sehe ich aber nicht. Und Kraftstoff, dann vorbei, freigeschalten normalerweise. Ja, du, aber ich nicht. Ja, bei mir steht, bei mir steht da ein D535 gesperrt. Hä? Der ist da rechts neben dir quasi. Da rechts sehe ich gar kein Auto, bei mir steht nur der da. Achso, du bist jetzt in der Karte wahrscheinlich. Mir zeigt es an bei der Karte, dass du irgendwo ganz woanders bist. Eigentlich schon fast vorne beim Sägewerk. Ja, ja, ja genau, da wo ich stehe. Ja genau. Da ist der K700. Da steht bei mir ein D535. Okay, bei Mani steht da ein K700 und das was du sagst, ein D irgendwas. Ja, das kannst du genau lesen. Na warte, machen wir es so. Ich werde jetzt mal zurückfahren zur Werkstatt und werden wir wieder ein Reparaturkit mitnehmen und kommen dort auch hin. Machen wir es so. Genau, deswegen sogar. Den Tankwagen habe ich mit. Und du nimmst das Reparaturkit mit, ne? Dann können wir reparieren und tanken die Autos, was dort stehen. Nein, gut. So. Achso, ich stehe nur bei der Tankstelle. Ah, blöde Handbremsen. So, was soll ich mal mitnehmen? Guten Abend. Grüß Gott. Werkstätten? Werkstättenpunkt? Nein. Nein. Nein, Reparaturpunkte, das. Das kann ich auch. Trägt 600 Reparaturpunkte, ist aber Anhänger. Ja, genau. So, ihr habt einen Anhänger mit Dings mit, ja. Gibt's da nicht was anderes? 800 Reparaturpunkte. Das nehme ich mal mit. Und mein Ersatzrad natürlich auch. Jawohl, in Camouflage. Militär for the win.
Ah, da vorne bist du, ich sehe dich. Yay. Kann man die Kamera ein bisschen ändern im Sinne von Nähe, Distanz? Nein, ja. Mit dem linken Stick, das geht längs, vor und zurück. Ah, sehr schön, okay. Na komm Baby, drück dich darauf. Oh, ich bin oben. Der Mani zurück ist und wieder ist alles fertig. Fahr weiter, ich komme mit Geschwindigkeit. Nein, jetzt habe ich bremsen müssen. Ah, jetzt stehe ich. Da ist er schon, schau. Ja, was hat das neue Schild gefahren? Wir haben schon einen Aussichtspunkt gemacht und Werkstatt repariert. Ja, das ist kleine Auto. A969 46, ne? Der gleiche wie letztes Mal, oder? Ist ja kleiner. Oh, Alter, wie schlecht der Cam Guard. Jo, ist erst angehört worden. Bist du ein Strauß? Ja, asphaltiert sogar. Aber du darfst nur fahren, wenn du keine Hoods hast. Du darfst nur fahren, wenn du keine Hoods hast. Ha? Oh. Jawohl, neues Fahrzeug freigeschalten. So. Wo ist der, den ich reparieren soll? Ja, egal. Links nennt ihr Chris? Ja. Okay. Also ich hatte das ist die Mission jetzt. Das war der Grafiker Wahnsinn, oder? Ja, jetzt sitze ich drin. Okay, und jetzt muss ich die reparieren, oder was? Bitte darum. So, wie mache ich das? Fortgeschritten, aha, Mehrzweck, Reparatur, dich reparieren. Ja. Boah, ein Schaden mehr. Perfekt. Und Benzin habe ich auch voll. Handbremse hat sie aktiviert schon wieder. Du musst nämlich dann auch in deinen anderen umspringen. Okay. Dass ich eben sehe, was mit dieser Schwarz-Weiß. Ja, das wollte ich gerade machen. Ich wollte ihn dann nur auf den Weg stellen. So, Truck wechseln. Boah, schau dir das Monster an! Schau dir das Monster an! Oh, der ist auch hinnig und leer. Danke. Sehr gut. Ja, das sind eh die anderen. Da kann man nochmal wegschalten. Wo ist er gefunden? Ja, ich weiß nicht, was, da, was du da. Der ich hab das Gerät mehr. Bei mir steht der K700 da. Ja, der Pat kriegt die super Geräte. Sieht schon so aus. So, Truck wechseln. Mit dem will ich jetzt reparieren, bitte, wenn die paar Punkte, die ich da noch habe. Lass die Wicken außer. Der lenkt. Wie krieg ich den da jetzt? Ah. Jawohl. Nein, ist so dunkel, das kommt gar nicht. Wahnsinn, das Gerät, der Panzer, oder? Ja, voll! Na! Muss ich mir erst dran gewöhnen, der lenkt mit beide Vorderachsen. So, jetzt kommst du vorbei. Mani, hast du den schon jetzt da freigeschalten bei uns? Ich glaube nicht. Sicher! Ja, dann steig ein. Jetzt steig ein, dann kann ich tanken. Müssen tanken, oder?
Seite. Alle, was da sind, tanken. Dass da mal kurz einsteigt, dass es tanken kann. Kommst du daher, da? Ups. Warte, hab schon. Bist schon. Ja, danke. Genau, und jetzt kommt der da hinten. Da ist noch einer. Ja, K700 steht da noch links. Also rechts von mir. Warte, da muss ich erst hinfahren. Ach, das Gegenlenken dauert ewig und drei Tage. Vielleicht noch nicht. Also, der andere Modus. Wieder anzahlen. Arschdenk sie, das ist schon, der. Ich hab das größte Wagerl. Ich will mal fangen, ich sagen, ich fahre mit dem zum Anfang zurück, oder? Dass ich mir da irgendwas draufhänge. Ja, das ist sicher nice für mich. Das haben wir vorher auch schon gefahren. Danke, Chris, jetzt kannst du locken. Genau, ist schon voll. Ja. Ja, gut gemacht, dass wir den Benzinkanister da herstellen. Ja, und dann lassen wir da stehen auf der Kreuzung und brauchen wir nicht immer. So, das ist ein Monster. Der braucht zwar 17 Liter pro Minuten, aber... Ich kann eh mit dem nicht fahren. Den Holz müsste man dann nicht von der Werkstatt rechts, wo wir warten, bis links unten. Da gibt's auch die Sie. Da siehst du, wenn ich lenke, jetzt ich lenke früher heim. Dann auch, du warst schneller. Mal zu bald. Die Lacken da gleich vor der Haupthütte ist eine Frechheit. Also ich sollte mir verkehrt um eine schieben, hm? So, was können wir denn da dranhängen? Kurzer Holzhänger. Ich kann mir dann Ladefläche. Nicht verfügbar. Kraftstoff- und Reparaturanhänger. Sattelanhängerkupplung. Ja, für das Zeug ist das Auto nicht geeignet, ne? Unterstützung. Ah, das ist nicht das Beste in der Map. Ja, ich habe da auch nicht wirklich viel Auswahl. Ich glaube, ich habe jetzt ein Auto zusammengebaut mit zwei Mittel. Was für ein Gerät, Alter. Ich hab nur Kurzholz. Ich will da die Beobachtung. Bei den großen? Ja! Alter. Zum Anhängen oder direkt auf die Ladefläche? Ich nehm's direkt auf die Ladefläche, zack, boom, gib ihm. Boah, Lenkung. Alter. Das Auto ist ein Monster, das ist... Wahnsinn, das Gerät, Alter. Schau, dass du deine Lichter nicht siehst.
Das heißt, wir holen sie jetzt ein Holz ab, oder was? Genau, jetzt schauen wir mal, dass wir Holz haben. Was macht der Mani? Hintert mich. Der ist da unten. Ja, da liegt Holz. Wir können sehr hinfahren. Mani fährt erkunden. Ich fahre erkunden, ja. Wir müssen eh nach... Beim Holzplatz bin ich schon mal. Beim Holzplatz bist du schon mal? Das ist gut. Ja, der scheint zum Hinfahren eigentlich. Na, dann komm ich dort auch hin. Weichere Geräte. Weichere Geräte sind dort schon gehen. Ich geh auch schon, aber... Mit einem Auto ist das gar nichts mehr. Ja, bald ist es soweit. Ja, dann muss ich den Fahrzeug wechseln und mich selber irgendwie ausfahren. Probieren. Ich bin schon weg zu dir, ich kann dir dann helfen, wenn du willst. Weil mein Wagen als Ankerpunkt für den Sattelschlepp oder Zug, was auch immer, ist sicher nicht schlecht. Das ist eigentlich. Kann ich nicht, das ist eigentlich durch den Garsch. So, das heißt, ich fahr dort, wo die Werkstatt war, am besten hin, oder? Also die Map ist eher wie die vorige, ja. Der Fuß war schon lustig. Oder durchsehen. Ah, da. Bei den Holzschranken tauchst du nur durch, wenn du kein Holz dabei hast, oder was? Kein Holz hast du, ja. Ach, voll frech. Das heißt, wir müssen den Umweg finden dann. Ja. Mhm. Da kommen wir mit dem Holz nicht durch. Mindestens da durch die Scheiße durch wahrscheinlich. Was kann man da nicht ein bisschen rundherum fahren? Also ein paar, drei Meter ja, und schwanken. Okay. Hm. Ich glaube, das andere Auto war auch besser. Mit das. Warum muss denn da so finster sein? Was ist da jetzt schon links? Ja. Pass auf, da drin. Wo? Ich habe keine Ahnung, wo du hingefahren bist. Du fährst gerade, aufpassen. Das ist ziemlich gatschig. Ja, das ist für meinen, glaube ich, kein Problem. Ja, das ist leider Geräte. Ganz sicher, der glaube ich, nur kein so offen. Nein. Und Sprit verbrennen, das kann auch gut. Bist du deppert? Gerne mein Beobachtungspunkt. Da, in drüben. Boah, ja. Gibt da keinen anderen Weg eigentlich. Nächstens da, wo ich gerade fahre. 28 ja, Liter pro Minute, wenn ich mich durch den Gatsch kämpfe. Eva. Da hinten wird es noch ein Zehn. Hätte so dazu. So. Die Kamera tut auch hin und her. Die ganze Zeit. Ja, das ist furchtbar, dass du immer nachsteuern musst mit der Kamera. Ich habe ein Fahrzeug da gefunden. Ja, da steht eins von mir. Habe ich auch gerade gesehen. Ich habe jetzt aber nichts mit zum Reparieren oder so, das ist nur... Das spritzt
Ich glaube, ich bin beim Sägewerk. Also bei Holzausgabe. Ja, ich bin bei der Holzausgabe. Ich bin da oben. Warte mal auf mich. Auto da gefunden. Ah, ne, Auto steht da. Warst du mit dem Holzer spazieren oder ohne? Ich hab noch keins geladen, aber ich weiß gar nicht, wie ich es aufgekriegt. Peter, wo ich bin, da sind zwei Autos für dich. Ja, schön. Ich bin da gerade schwerst beschäftigt damit, dass ich Holz aufkriege. Ja, Holz. Ah, da ist ein K700 und ein B131. Okay, passt. Jetzt bin ich drauf. Weil das eine Holz kriegst du nur von der rechten Seite, wo es eben so komisch gelagert ist. Das andere kriegst du hier weg. Na, da ist so ein Holzstamm, wo Stammausgabe. Aber wie kann ich das auswählen? Wie komme ich da um zu dem Menü? Ah, halten muss ich. Ja, also. Das okay. Na, jetzt ja, liegt es da drinnen. Ja. Wollt ihr mich sichern? Ich brauche einen Kran, dass ich das umkriege. Ja, wir brauchen einen Kran. Weil ich sehe dann irgendwo am Boden so ein Feld, was markiert ist, wo ich einfach reinfahre, dass ich mal auflade. Bei mir gibt's beides da, wo ich bin. Was brauchst du neben dir? Ein Greifer? Ja. Aber ich glaube, so eine Kranauflage habe ich drauf, das verstehe ich auch nicht. Bei dir gibt's ein Holz einfach so zum Abladen, dann komme ich um zu dir. Ja, so beides gibt's eigentlich, ja. Na, hier gibt's nur bei dieses X, wo du die Holzstammeln drinnen liegen hast und da musst du es selber holen. Das hier jetzt nicht. Ja, da. Das ist richtig platzieren müssen. Bin ich da richtig? Ja, jetzt nochmal gerade auspasst. Ich hätte die Handbremse zusammen. Da komm ich. Wieder. Tatsache, ja. Alter. Papa, was? Dumm! Drauf haben wir das mittlere. Über den Rand, ja. Ja. So, wie fahr ich das? Drop bitte nicht zusammen. Ich fahr den kleinen Bett. Wie herkommt? Wie kriege ich das jetzt rauf? Jetzt ja. Ah, da. Aufladen halten. Ja. Genau. Boom, hab's drauf, perfekt. Und wo fahren wir jetzt hin damit? Muss ich dir nachfahren? Folge mir. Ja. Ah, warte ein Meter. Ich komme nämlich fort von der anderen Seite. Das ist nicht so schwer der Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben gegen die Brücke. Das ist ein So. Dass ich dein Licht nicht sehe, ist echt ärgerlich. Das. Und da jetzt müssen wir sehen, wie es weiter vorne ausschaut. Wer Kranwogen jetzt auch schon. Ah, da ist Wasser. Ich bin weitergefahren. Das
Was hast denn du auf der Front da vorne drauf auf deinem Gris? Mit dir. Sorg ist, dass der so lang nachlenkt, jetzt bin ich auf der anderen Seite rausgekommen. Ja, dass du selbst wieder die Lenkeinstellung gerade stellen musst, ist echt heftig, ja. Kommt mit Kram. Wie fein. Den brauche ich wahrscheinlich eh jetzt zum selber auszuzahlen. Wow, sorry. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, nächste rechts. Okay, passt. Rechts, gehen wir schon, aus. Ja. Da habe ich jetzt das Monster vorhin gefunden. Wie viel hast du jetzt mit, Chris? Sechse? Der ist gemutet. 4 Punkte. Erfolg freigeschaltet. Fahr vorsichtig. Oder ab, hm? Ja. Das werde ich holen, gar. Aha, muss man die Bären C300 bitte. Oh, jetzt habe ich mich nicht gemacht. Stehen überall die Geisterwagen nochmal drum. Reparieren, falls wir repariert haben muss. Muss selber mal reparieren, ist schon relativ. Ach, bin ich zu weit weg. Jetzt muss ich dazu fahren. Ja, dann fahren wir wieder weiter. Einfach den Weg noch. Jupp. Die Lenkung ist ein Wahnsinn. Ich schau mir noch, ob ich das umstellen kann. Dass man selber wieder gerade lenkt, das war schön, ja. Kein Hardware-Lenk gerade kann. Okay. Muss ich nicht sehen. Wie wär's denn eigentlich, wenn wir dann einen Beobachtungspunkt da holen? Hä? Das spürt der Musik? Ja. Wirklich? Wie? Da muss man irgendwas drucken. Ich höre die ganze Zeit, also nicht ja. Jetzt, aber meistens irgendwie so ein Pseudo-Metal. Was? Ja, wenn man was reinschreibt, ne? Also. Ja, reicht eh. Der Kunden da freilich schon. Ich. Ist. Wie alle. Alter, da muss ich schnell sein. Ja. Geh weg, Baum. Ich hab mir ein neues Gerät mitgenommen. Was ist denn mit dem Planen? Boah! Scheiß Lenkung! Oh, oh. Oh.
Kommst du raus? Oder soll ich schieben? Ich geh was auch mit. Ich schiebe auf. Weiter geht's. Deppert der Junge, der wird immer langsam, ich muss wegen dir bremsen, ich kann da nicht mit Vollgas durchzischen. Ja, der geht nicht schneller. Ich schieb dir jetzt einfach an. Da unten ist das Holzzeug, wo man hin muss. Ja. Da an der Zeit, oder? Da kann man von da ab. Das ist ein Balken, das ist ein Strich. Ja, die strichlierte Linie am Boden ist gut. Ja, du könntest es aber glaube ich von der anderen Seite annehmen jetzt mit dem Kran. Mit dem Kran schon. Oh, jetzt muss ich mit dem Greifer schnappen da. Ja, dann musst du das rechts machen. Allein. So, jetzt ein U-Turn mit dem Handanker und geht schon. Da, da, starten den Greifer. Sag schau, was ich mach. Was hat's denn? Fick euch alles an. Darf ich das überhaupt so nehmen, das Holz? Oder muss ich da wieder woanders hinfahren? Ich weiß es nicht. Na, da musst du mal Holz einlegen in dieses X. Ah. Das habe ich vorhin geschafft beim anderen. Kommt da jetzt schon wieder nicht dazu, dass ich das depperte Holz aufnehme? Ich häng nämlich bin. Ah, jetzt da. Wirkt's nicht. So. Ich glaube, da muss ich auch zu dem Punkt gehen. Nein, du hast vor dir so ein kleines X aufgestellt. Da musst du zubefahren und sagen, da soll er mal Holzbalken hinlegen. So. Da rechts von dir. Eppa, jetzt ist mein Gewicht schon arg verteilt. Ich bin gerade mit dem Kran ausgefahren. Da. Stützen? Was? Was, der hat Stützen? Ah, na ja, voll. Ja, die kleinen Zahnstocher in dem Gatsch irgendwas bringen. So, wo soll ich denn das hinbringen? Bringst du das an? Was? Sind das mittellang oder kurz, was ich auf darf? Kurz, glaube ich. So wie ich, ja, kurz. Kurz sind die? Ja. Achso, da muss ich geguckt werden. Ha! Chris, bringst du den einen jetzt hintere zum... Ich hab mich zum anderen abgebeamt, ich bin schon mit dem mittleren Holz unterwegs. Okay, passt. Dann, wo soll ich das jetzt hinbringen? Na, das ist eine Punktel, was... Achso, na dann aber zu mir da eben. Ich hab mir gedacht, du bringst das zu den einen Punkt. Ja, das geht sich nicht alles aus, aber wir haben ein Mittel drauf. Mit dem K700. Hey, der Luke ist auch da. Ja, dann bringe ich den einen Punkt einmal zurück. Machen wir so. Boah, mittig war das nicht. Weil der war Holz am Kran. genau, nur so zum Sagen. Bett, so ein Greifer haben wir jetzt auch daheim. Ja, so ist das am Land, da braucht man sowas. Ach, du druckst das eine in den. Du sollst das loslassen. Er rollt jetzt ein Auto. Weg! Warte, jetzt muss ich jedes Mal. Ja. Ich glaube vier Stamm kannst du auslegen auf einmal. Okay. Jetzt bin ich bei der Kamera. Ja, hier geht auf einmal. So, ich bring dir jetzt den einen Punkt. Zu dem Sägewerk dahinter oder was immer das ist.
Fluss hat es mich gerade quer gestellt, das brauche ich gar nicht. Also was ich nur kaum ich finde, das Holz ist hinten komplett los jetzt bei mir. Hey, musstest du mit Spanko anbringen oder wie? Habe ich zuerst jetzt gerade Spanngurt, das ist dabei. Wenn ich schon da bin, mache ich das gleich. Ich nehme den letzten Beobachtungspunkt ein. Ich bin da jetzt falsch gefahren. Alter, nehmt euch nie das Holz mit dem Greif, oder wird so alt. Musst du jetzt scharf links? Durch die Bäume durch. Oh no. Das wird lustig. Ich fahr dann der Baumkante entlang. Na komm schon. Komm. Echte Holz haben wir da. Hol ich mit rein. Boah. Geht schon. Drin liegt's. Oh, über den Hügel drüber. Ich fahre da gerade am Berg spazieren. Hey. Jawohl, jetzt nochmal rechts und fertig. Ist es jetzt eigentlich bei dir, wie viel zählen da die einzelnen Baumstamm? Ich weiß nicht, ich hab jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geladen und einer liegt davor. Das kann ich auch nicht sagen, weil bei uns ist auch Frucht ja das, was wir genau Punkte machen. Ne? Aber bei mir liegen da 15 Baumstamm drauf. Deppert. Den habe ich jetzt aber sehr unsicher geschnappt. Alter. Oh, oh. Oh, wie lang ist er? Er liegt ein paar. Aber am Hängen ist er. Was? Ich hab alles. Das ist frech. Ich hab alle drei Punkte abgegeben, nur um den einen Punkt zu füllen. Ich hab da keine Übung, ne? Nein. Aber mich interessiert jetzt auch wirklich, wie viele Punkte das gesamt wieder motiviert. Ja, halt. Der Bett ist schon lang fertig geworden, der schon geliefert. Zum zweiten Mal. Ich will noch immer für den Hänger anfühlen. So. Ich will aber noch mein Fahrzeug auch zum Anfühlen. Ich muss jetzt tanken. Der Tank ist aber leer. Mehr ist aber leer. Reparieren muss ich auch. Chris, kannst du dann kurz eine beamen in deinen Tankwagen? Ich stehe an der Kreuzung. Ja. Ich will nachschauen, wie viel ich gelohnt habe, wie viel das Sachen ist. Da bin ich. Haha. Voll. Jawohl. Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich voll, danke. Mein Sprit geht mir da aus, bis der gelohnt ist. Der kriegt schon wieder einen Erfolg. Ich tanke die Trucks anderer Spiele mit insgesamt 1000 Liter. Ja, meiner schluckt ordentlich. Wie gesagt, 28 Liter pro Minuten. Das ist schon was. So, da hinten ist eine Holzstation. Irgendwo müssen wir noch was hinlegen. Ah, da hinten ist ein Sägewerk. Das haben wir noch gar nicht entdeckt, gell? Da unten, ja. Ich bin ja auf dem Weg da schon runter. Aber dann hole ich mir Holz und fahre da dann nach. Ich glaube, das mit dem K700 ist keine gute Idee gewesen. Bin mir da nicht so. Hey, ich habe das beste Auto von allen. Ich komme überall durch. Bin gerade am Berg auf und wieder runtergefahren. Wo geht's jetzt? Ist halt blöd, dass der nur kurze Stamm nehmen kann. Das ist echt zart.
schon wieder, Alter. Der Luke spielt schon wieder Battlefield. Nur zum Ärgern. Da schon wieder hin. Achso, ey, jetzt sind die jetzt im Fluss. Ja, da wischen wir auch gut. Oh, oh, muss den Schwierig kaputt machen. Zusammen und treffen. Mann, ich kämpfe mit dem Kran. Sehe ich da hinten nur weiße, durchsichtige Geistbäume herumschweben. Ja, ich fahr jetzt einmal. Da, ich lock meinen Zaun. Den Lerner machen. Ich kumpel einfach wieder in den Schuss. Da schieße ich mit der Pila direkt vor meiner Fressen, Alter. Aus 1 Meter Entfernung und überlebe. Schimpf nicht so mal darum, sonst muss ich dich stumm schalten. Ich tue aufnehmen und zapper laut. So, cool. Bis gleich. Halten für Kurzholz. Tada! So, Hand. Ja, schon wieder die Hand. Sag mir nicht, wie viel Holz das ist. Ich hab keine Anzeige. Wurscht, du fährst mir einfach nach. Oder kann man das irgendwo schauen? Nein, ich glaube nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Ich sehe auch bei mir jetzt nicht, ob das ein Kurzholz ist oder was das ist, wie viel es ist. Sicher nicht. Von wo bist denn du dorthin gefahren, Chris, zum neuen Punkt? Eh von der Kreuzung aus oder von wo ganz woanders? Nein, ich habe mich runtergepinkt zur Werkstatt. Dann okay. Bin ich auf zu den Holzstamm da gefahren, was gleich über der Werkstatt ist. Und dann mache ich mich jetzt auf den Weg zum Sägewerk da, links unten. Ah, ich sehe schon. Über Tankstelle dazwischen. Ja, bei der Kreuzung. Wir fahren dort vorbei. Da kann der Chris sich kurz rüber beamen und uns auftanken. Fahr mir nach. Ja. Ja, meine ist nicht der schnellste. Macht nichts. Meiner ist dafür schwer. Kannst die anhängen, wenn du stecken bleibst. Ich wollte gerade sagen, wenn du kurz wartest, häng mich zu oben. Bei Splitsporn. Alter, ich hab ein Auto gefunden. Ich rutsche runter. Handbremse, so. Hängst du schon dran? Achso, ich muss das. Du musst nur bestätigen. Wie komm ich da rum? Ach so, ja, passt. Auflenken, abschau. Irgendwann bist du drüben. Handbremse lösen und Vollgas. Du musst noch bestätigen. Hab ich schon. Ja, passt. Hängst schon. D538. Oh ja? Ich seh die, sonst hätte ich mich nicht durchtrauen. Geh mal Gas, lass die Handbremsen also. Genau. Bei mir ist keine Schnur. Bei mir schon. Warte, scheiße, ne? Warte. Wow, 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 wow. Warte, Handbremsen. Jetzt haben wir das Gummiseil ja, zugezogen. Mal, warte. Da. Da stehen so viele Autos. Rechts, Windenangebot annehmen. Ja. Jetzt, ja. Jetzt habe ich aber kein Seil mehr da. Ich fahr da davon, ja, schau. Da häng dir nochmal an. Angebot annehmen. Ja, zack. So. Yes, jetzt hängt was. Aber ich sehe, das Seil geht durch deinen Truck durch. Irgendwas hängt dich von hinten angehängt, aber egal. Seitlich, beim Tank kann man sich angehängt. Tank hängt bei dir drauf. Stelle dich gleich quer wahrscheinlich. Er macht das nochmal da, das ist gescheit machen, vom Fuhren. Was? Ja. Ja, fortgeschickt lösen. So, ich fahr ein Stück davor. Du das
rein. Die Winde anbringen, dann sage ich meinen Punkt selber, wo ich hin will. Wenn du es immer automatisch. Zack, jetzt bist du hinten, ja, passt. So. Wo kehren wir jetzt eigentlich? Wir kehren eh nur geradeaus und dann über den Fluss, passt. Dann los geht's. Schaut das so richtig schier aus, wie mit dem Kran und einem Halbplatten hängen und ein paar Holzrahmen da drin. Mehr ist da nicht. Ich finde es so arg, dass das Holz bei mir so arg wackelt, obwohl es anbunden ist. Kennt ihr es anbunden? Ja. Mein Hinters nein, Mann. Das habe ich selber geladen. Da ist so klein. Ich fahre mit dem hinteren Schalter ein paar Autos drin. Ist das mein? Ah ja, man sieht das selber dir. Ah, jetzt tun sie schon schwer. Ob sie beim Holz der Fahr schwimmt im Hänger. Ich möchte nicht wissen, wie viel das Holz. Das war gerade. Wir müssen aufpassen, dass das mit dem Kran auch nicht jetzt hängen bleibt. Eben nicht ganz zusammengebracht mehr. So gefahren jetzt. Das heißt, ich sollte nicht zu dicht am Barmer vorbeifahren. Driftest du da nach links rum? Ja, ich hab's viel geeinigt, jetzt hat er einfach den einmal zurückgeeinigt. Die Steuerung ist nicht so direkt wie bei Vorplan. Nein, nicht wirklich. Ich hab vorhin auch schon ein paar Erfolge gekriegt. Na, den letzten Punkt jetzt hinten auch noch gut. Brauchen wir nur noch 4 Holz und wir haben die Insel beendet. Ich komm schon mit 3 und der Mani kommt sich auch mit mindestens an. Ich hänge uns auch einmal. Ja, voll, jetzt sind wir hier am Asphalt. Passt. Ich könnte sehr erfahren, aber es müsste sein. Nein, das ist eigentlich auch schon gar. Ja, na, wir sind jetzt bei der Kreuzung. Kannst du dich herbeamen wegen. Genau, tanken und reparieren? 100 Liter habe ich da. Warte, ich tu mal gar Truck wechseln. Ich hab nicht einmal so viel, ich hab jetzt 300 drinnen noch. Ja, wie schön ich den gelohnt hab. Schaut euch das an. Ja. Wahnsinn, Alter. Schön da an, gell. Kran hab ich nicht mehr besser zusammengebracht. Da, Mann, du bist voll. Schön fett. Ja. Wo kehr ich hin? Links, rechts? Mehr ist nicht drin. Passt. Am gescheitesten wäre es wahrscheinlich rechts. Links und dann die erste gleich wieder rechts. Wenn du auf der Karte schaust. Auf der rechten Seite. Wo müssen wir hin? Zur Werkstatt? Na, zum Sägewerk. Das ist eh gleich rechts. Also das ist voll. Das ist da drüben ist eine andere. Unten. Also von unserer Basis retour eine. Ja, okay, fahren wir über unsere Basis zurück. Das ist die Hauptstraßen. Weil deswegen habe ich mit der runtergebeamt zu der Werkstatt und bin dann von der unteren Seite gefahren. So frech. Ja, drüben kommen wir nicht durch mit dem Holz, ja. Na, das heißt, wir müssen rechts. Ja. Rechts zu unserer Basis. Genau, und dann durch den Weg runter. Dann, ne? Genau. Und dort, meiner lenkt ein. Geht's. Ein langsam. Deine Barmer zahlt's nach. Okay, passt. Ich weiß nicht. Du spielst das Spiel länger als ich. Ja, braucht keiner, weiter geht's. Bin eh hinter dir, wenn's runterfahren, schiebst du da wieder rauf. Also ein Alter, da hab ich ausgeschaltet. Jetzt geht's wieder. War vorsichtig, hab ich gekriegt. Schau, die wissen, wie das Spiel.
Da jetzt da gleich scharf links. Scharf links? Ja. Nein. Oder da fuhren bei der Basis dann eine, ja. Erkennt das die jetzt auch schon? Achso, na, dann hätten wir den komischen Hugel fahren. Ja, passt. Mein Fehler. Wow, wow, wow. Oh. Oh, oh, oh. Oh nein, da kippt wer, da kippt wer. Nicht wirklich, oder? Warte, ich fahr vor dir und häng dich an. Ich bin eh gleich fertig. So. Warte, nein. Zwei Winden links anhängen. Passt. Du bleibst stehen, oder? Okay. Hau mal die Handbremsen rein. Wobei, ist wurscht. Mit der zahlst du eh nicht. Ja, jetzt kannst du schon fahren. Kannst du dich aber wieder anhängen. Zack, geht's gleich viel besser. So, ich fahr mir da mal. Wow, 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 okay, der kommt schon. Jetzt liegen wir jetzt auf Witzlings, sag's mal, ich glaub das auch. Da ist eins, da ist eins. Da von mir auf der Straße sind auf dem Gatschweg sind auch zwei Baumstamm. Chakram, der gehört uns. Da liegt auch noch ein Holz, ich fahr grad drüber. Da liegt auch noch ein Holz, bist du, aber da liegt viel Holz. Ich warte auf die. Warte, das geht sich nicht aus, warte, du musst weiterfahren. Bei mir hast du viel Platz hier vorne, da ist der Strand. Da habe ich mehr Platz? Ja, viel Platz hast du da. Der Kran hängt das schon außen seitlich. Ah, da kommt er da rein. Jawohl. So geht's nicht. Warte, ich fahr ein bisschen weiter vor. Genau da wo ich stehe quasi, liegen zwei, drei Bäume auf der linken Seite. Ah, sechs, sechs. Bin gespannt, ob das jetzt geht. Jawohl, da ist der Garant draußen. Ein Kackel mit da oben. Oh! Der ist stabil! Der ist fix verankert mit dem Boden, der Stamm, glaube ich. Ja. Gibt's ja nicht. Hier hin? Wohin? Ah, okay. Okay, wenn er. Der wehrt sich zu viel schon, für das, dass ich da schon aufheim will. Na, da komme ich nicht hin. Stehe ich beim Hänger. Na. Das geht der nicht, gell? Der wehrt sich. Also ist das Gerät, was wieder fordert, der D538 ist ein Scheiße, kann nicht mehr. Das ist voll cool, wenn du auf die Hupen steigst, dass sogar die Bama umdruckt. Da, die lang. Ich tue mein. Wie kam das? Wie kommt jetzt nicht das Bama? Hätte das geschaut, wenn Kran hinstellt, oder? Na? Warte, wie kommt das also? Einfach auf, geradeaus. Jawohl, einfach drauf aufs Holz. So, wie müssen wir denn jetzt eigentlich? Eh nochmal geradeaus. Na, der schaut über das Zeug drüber. Warte, wir müssen jetzt nur der Straße nach. Ja, passt. Und dann nachher irgendwo über den Fluss. Ah, scheiß Handbremse. Genau, und nach dem Fluss ist schon. Hä, warum fährst du nicht? Spritler? Nein. Nein, warte. Warte, ich zieh mich mal. Ich dachte schon. Da drüben tragst du vielleicht. Warte, ich muss die Winde deaktivieren, warte. So. Nein, meine Radeln dran sind immer, es war halt meine Kupplung im Arsch. Ach so, warte, Depp.
Ah, so, vielleicht. Motor abgewürgt. Was? Ah, aus dem anderen Gang eine da. Fährst du nicht? Ja. Mit dem ersten Gang kannst du abfahren. Du kannst da dann die Umdrehungen somit einstimmen. Dann mal halb. Dann. Viertel. Gehen wir jetzt schon drüber? Ja. Ja, das ist der normale Weg, ja. Okay, ist dann alles. Wenn du nicht drüber kommst, sagen wir es, gell, dann bleib ich stehen, kannst du dich anhängen. Da ist schon durch. Oh, da war teuer. Du schau, mit der Differentialsperre grabt er sich durch. Nur wieder ist er langsam dabei. Das Rad nicht durch dran, ne? Ja. Wow! Also kannst du, wenn du den ersten Gang kannst, das auch ziemlich gut machen. Wenn du dann nicht so hochtourig fährst, sondern im ersten Drittelbereich. Ich bin fast noch am Disney-Film. Ich wollte auch gerade sagen. Schon, gell? So. Der Flopper aufkommen auch recht, dann bleibt der Böse zeigen. Jawohl, wir sind gleich da, 130 Meter noch. Bitte schon Kurven schneiden, dass ich zurückkomme, sag ich wieder. Ich bleib eher stehen und schau, was du bist. Wo? Ich glaube, ich bin da. Ich kann abladen. Da kommt der Pseudometer. Eigentlich wollte ich euch nochmal mit einem Benzin ins Entgehen tun, aber ich glaube, das wird wieder da. Du hast 3 Ja. Warte, macht einen Platz. Da, Motor ruiniert, egal. Warte, bevor du da lieferst, ich werde auch noch gern zu dir zugeben. Denk mal wieder einmal. Ich befürchte sehr Schlimmes, würde ich nur sagen. Dass das gar nicht zählt? Was ist nicht? Das ist wenn du mir auch Holz kriegst, zum Verarschen. Ha! Ich hätte nur einen drum reinhauen müssen. Vielleicht, warte, puh. Was ist? Na gut. Jawoll. Die okay, Insel okay. Abgeschlossen. Eine Stunde 12 mit allen Trommels drauf. Ja. Ich hätte nur draufdrucken müssen und dann beladen ist gestanden. Und dann, pum, gut, voll war er. Bitte, Punkt. Cool. So, das war MudRunner, a Sprinter's Game, angespielt. War schwieriger, umständlicher, als ich es mir gedacht habe, aber ja, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal.